Herzlich willkommen zu einer brandneuen Promi-Geflüster-Ausgabe und wie ihr sehen könnt, wir sind wieder auf dem Cannstatter Wasen. Das Riesenrad dreht sich, noch nicht, aber in knapp 3 Wochen, da ist es soweit. Anlass für uns, mal auf dem Volksfest vorbeizuschauen, wie der Stand der Dinge ist, wie die Zelte aufgebaut werden und wir sind verabredet mit dem Hofnarren Luigi. Ihn kennt man natürlich mit dem Kopftuch und der Sonnenbrille im Grandels Hofbräu-Festzelt, da ist er zu Hause. Aber nicht nur auf dem Volksfest kann man ihn erleben, auch auf zahlreichen anderen Partybühnen, auch beim Karneval und Fasching ist er stets zugange. Und das Ganze natürlich deutschlandweit. Und jetzt gehen wir mal rein ins Zelt. Und ich sehe ihn schon hier an der schönen Hofbräu-Pilzbar, da wartet er auf mich. Hallo Frank. Ja, hallo Luigi. Schön, dass wir uns heute hier treffen, natürlich auf der Baustelle. Genau, noch ist Baustelle. Noch ist Baustelle, genau. Ich habe gerade schon gesagt, ja. So in knapp 3 Wochen geht es los. Das ist gar noch ganz, ja gut, morgen ist der 1. September, das heißt dann... 3 Wochen. 3 Wochen, ja, dann ist es soweit. Na, ist soweit, genau. Und dann da drüben, wo dieses graue Gebäude, sage ich mal... Das gucken wir nachher genauer an, genau. Und dann geht es wieder rund. 2 Wochen, 2,5 Wochen, genau. 17 Tage. Ja, Wahnsinn. Das sind 2 Wochen, 3 Wochenenden sind das. Jetzt waren da 3 Jahre quasi hier auf Zwangspause. Ja. Ne? Aber richtige Zwangspause, also es sind glaube ich so 33 Monate jetzt gewesen, so allgemein. Ne? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was hat man da gemacht in der Zeit? Wenn man da, hast du schon Entzugserscheinungen? Entzugserscheinungen, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe viel gekocht. Gut zugenommen, mein Corona-Kessel sozusagen. Den haben ja ganz, ganz viele, aber in 17 Tage Wasen wird er sich wieder abbauen. Also von dem her, was hat man gemacht? Man durfte ja nichts machen. Richtig, man war zu Hause eingesperrt. Und, jetzt haben wir noch eine junge Dame hier heute dabei. Ja, die wollen wir mal kurz vorstellen. Wer bist du denn? Wie heißt du? Das ist meine kleine Luana. Luana. Das ist mein Nesthäkchen. Prima. Gern, mein Schatz. Die schnuppert auch schon ein bisschen. Die schnuppert auch schon und sie freut sich natürlich auch, wenn sie zu Besuch kommt und mit mir dann Kinderkarussell und am liebsten fährt sie Boxautos. Sehr gut. Ja! Das ist doch schön. Genau. Ja, jetzt hier Vasen. Wie gesagt, so die Vorbereitungen, man sieht, die sind ja hier die sind voll im Gange. Voll im Gange. Ja. Wie lange braucht es oder wann sind der erste Spatenstich, wenn so ein Zelt Der erste Spatenstich, der war Anfang Mitte Juli. Aha. Mitte Juli, ja, sowas. Okay. Man braucht ja zwischen 10 und 12 Wochen, 13 Wochen, bis das ganze Zelt steht. Ich meine, die Außenhaut des Zeltes steht schnell. Es geht halt um den Innenausbau. Ne? Den Innenausbau. Das ist fast wie ein Wohnhaus, kann man sagen, oder? Das ist, bis da alle Kabel gelegt sind, Gasleitungen für die Küche und so weiter. Das bedarf natürlich schon an seine Zeit. Ne? Richtig. Und wie viele Leute passen rein, wenn es dann komplett voll ist? Wir haben hier circa 6.800 Sitzplätze. Und wenn das Ding voll ist, ich schätze mal so 8.500 Leute, 9.000 Leute wird schon hier drin sein. Mhm. Also so eine kleine Ortschaft. Ja. Mit Bürgermeister. Mit Bürgermeister und Pfarrer und Doktor und was und weiß ich. Was gefällt dir jetzt da besonders, wenn du jetzt auf der Bühne stehst? Dass ich alle Leute wieder sehe und treffe und dass das Ganze wieder losgeht. Ja, also auf das freue ich mich ganz, ganz arg, weil, wie gesagt, 32, 33 Monate ohne Fest und es ist ja nicht so, dass ich nur hier bin, sondern deutschlandweit ist man ja unterwegs. Mhm. Und viele ausländische Gäste, also aus England kommen ja. Ich war ja, wie gesagt, Winter war ich ja in London, da haben mich ein paar Leute besucht, ein paar Londoner und so weiter, die sich natürlich auch freuen. Viele Holländer, die mich schon kontaktieren und sich freuen. Ja, natürlich auch meine italienischen Freunde, die aus Italien kommen, da wo ich jetzt zu Besuch war. Über Pfingsten habe ich sie alle besucht da unten. Die freuen sich natürlich auch, dass es endlich wieder losgeht. Ne? Und dass man dann wieder diese große Familie wieder vereint im Grandels Hofbräu. Und wie ist es jetzt Corona-bedingt? Jetzt ist alles wieder erlaubt erstmal? Oder wie sind die Regeln? Was weißt du? Was ist dir bekannt?
was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist so ein ganz heikles Thema. Ja, also so wie es aussieht, man darf ja feiern, machen, tun, ohne Maske und so weiter. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Mhm. Gehst du auch mit einem gemischten Gefühl dann eher auf Bühne? Also ich glaube es erst, ich sage es immer ganz, ganz ehrlich, ich glaube es erst, wenn ich auf der Bühne stehe und mein erstes Prosit gemacht habe, dann weiß ich, okay, es findet statt. Jetzt findet statt. Jetzt findet statt, jetzt geht's los. Jetzt hat man im Vorfeld auch noch gehört, dass eventuell das Personal ein bisschen knapp ist. Was ich habe es gehört, da? Aber von anderen festzählt würden, also hier sollte eigentlich alles safe sein. Mhm. Also bis jetzt habe ich keine Negativnachricht, dass es hier irgendwie Personalprobleme gibt. Vielleicht der eine oder andere, aber es sind ja so viele, die hier arbeiten wollen in Grandelshof Kreuzfeld. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sein Bier selber zapfen muss. Nee. Soweit neu. Man wird noch immer bedient und es muss auch keiner auf die Bühne singen. Wenn einer das Zelt leer singt, dann bin ich's. Na, bist du's, genau. Genau, über das Bühnenprogramm, da unterhalten wir uns gleich nochmal. Ja. Da gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen durch das Zelt mal durch, oder? Genau. Kommt, bist du einverstanden? Ja, ja. Gut. Na, darfst du mal ein bisschen vorgehen? Du bist hier eher der Haushalt, ich bin bloß hier zu Besuch. Ja, also wenn wir jetzt hier so rechts reinschauen, Luana, gib mir die Hand bitte. Wenn wir jetzt hier so rechts reinschauen, die Königin Katharina-Loge, die nachher in schönen Blau erscheint, mit natürlich auch mit der Königin Katharina, die seinerzeit ja nach dieser großen Vulkanexplosion, was da damals gewesen ist, wo die ganze Ernte hier, weil die Erde ja so verdunkelt war, also gab es ja diesen großen Ernteausfall, die dann dieses Fest ins Leben gerufen hat, dass sich die Leute mal satt essen und satt trinken. Ne? Und so entstand ja dieses Volksfest. Okay. Ne? Ja. Also von dem her, ja, wie gesagt, Königin Katharina-Loge, dann geht es rüber in die VIP-Loge vom Hans-Peter Grandl. Er ist nach wie vor hier noch der Festwirt? Nach wie vor, ja. Und der Marcel Benz natürlich, sein Nachfolger, ist natürlich auch da. Und der freut sich auch jetzt schon auf das Fest, dass wir alle zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Und das wird eine ganz tolle Sache. Ja. Also von dem her. Jetzt, wenn man so den Boden anguckt, das ist ja wirklich hier total ausgelegt. Astrein, ich kann mich glaube auch noch erinnern, es gab auch Zeiten, da war noch Wiese. Früher war ja Wiese, Schotter. Ja. Da wurden ja Pfähle. Ja. Gesetzt und auf diese Pfähle kamen dann die Tische. Luigi the Machine, das ist die Garderobe von Luigi. Und jetzt geht's auf die Bühne. Kommt mit, ganz einfach hier die Treppen hoch. Eigentlich soll man hier nicht drauf betreten auf eigene Gefahr. Und ja, die Bühne, das ist das Herzstück des Zeltes, wo Luigi dann die nächsten Wochen für ordentlich Stimmung sorgen wird. Ja, da habt ihr ja Platz für ein ganzes Orchester eigentlich, oder? Ja, man muss sich ja vorstellen, dass sonntagmorgens haben wir ja immer einen ganz, ganz tollen Frühschoppen. Da spielt die Blaskapelle Charivari. Mhm. Und dann ist hier oben richtig bestuhlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Mann das sind. Ja. 20? So was? 20 ja, um den Dreh und genau. Spielen ganz tolle Blasmusik. Und ich finde es also ganz, ganz toll. Und dann gibt es einen kurzen Umbau und dann ist die Nachmittagband da. Und ich mache zwischendurch meine Moderationen und dann um 17 Uhr ist ja wieder Bandwechsel. Und dann geht es ja für mich 19.30 Uhr und 21.30 Uhr. Und dazwischen bin ich ja in der Hofbräuloge und beim Hans-Peter oder Marcel Benz jetzt in der Loge und bespaß die Leute. Ja, aber es ist halt immer schön, um 19.30 Uhr auf der Bühne zu stehen. Wenn es heißt, es ist 19.30 Uhr, es ist Bunga-Bunga-Zeit. Ja, genau, ne? Und dann geht es Tuscho durch. Und wie lange? Dann geht es bis sozusagen? 23 Uhr und Freitag, Samstags 23.30 Uhr. Wie hältst du dich da fit aus, stimmlich? Und also Stimme ist eigentlich dran gewöhnt. Das ist eigentlich eine Trainingssache, diese Stimme. Ich meine, sie leidet natürlich, klar. Es ist halt, man sollte nicht immer schreien und viele sagen, was ist da eigentlich dein Geheimrezept? Geheimrezept ist, man gibt Kommandos ans Publikum und lässt Publikum singen die hohen Sachen.
Und dann ist das okay. Ja, ja nicht schreien, das ist ganz gefährlich für die Stimmbänder. Und dann gibt es eine ganz, ganz tolle Medizin. Und die hat mir ein Arzt verschrieben. Und das ist Fisherman's Fan. Okay. Grün, ohne Zucker. Mhm. Ja. Und wenn's dann, wie war es in der Werbung immer? Wie schmecken die? Genau. Nur für die Starken ist immer was. Und ja, auf alle Fälle, okay, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und das passt dann. Mhm. Und wie viel muss man trinken in der Zeit? Einiges. Also ich schätze mal, ich werde so in diesen 17 Tagen 70, 80 Liter Apfelsaftschorle trinken. Okay. Weil das Geile ist, gut, auf der Bühne habe ich immer alkoholfreies Bier. Mhm. Am Tisch am Stammtisch in der VIP-Lounge, da habe ich ja meinen eigenen Krug und der ist immer befüllt mit Apfelsaftschorle. Sieht ja so ähnlich aus. Sieht so ähnlich aus, ja. Und es ist halt, du kannst nicht jeden Tag, gut, ich trinke natürlich auch meine 5, 6 Pils über den ganzen Tag, weil ich muss ja abends noch heimfahren. Genau. 1, 2 Schnäpsle natürlich, klar. Aber du schwitzt es ja raus. Also wenn man jetzt mal nimmt, 10 Pils in 10 Stunden über den ganzen Tag, das ist, ja. Genau. Also von dem her, ja. Und sollte es so sein, wie gesagt, ich habe hier unter der Bühne, ist meine Umkleide. Sollte es wirklich so sein, dann... Wir haben ja gerade schon reingeschrieben. Genau. Aber Luxusgarderobe ist es jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, dass du ein Bett drinnen hast oder sonst was. Das kommt alles noch. Das kommt noch? Also jetzt pass auf, jetzt stehen ja ein paar Sachen drin, das kommt ja alles raus. Ja. Ich habe da so einen Klappstuhl, also so einen Campingstuhl, auf dem man gut schlafen kann. Habe ich auch schon gemacht. Oder viel besser gesagt, mittags mal eine Stunde oder zwei relaxen. Muss natürlich sein. Okay. So nach 10, 11 Tagen, da kommt halt schon mittags die Müdigkeit, weil du bist ja bis nachts um 1:30, 2 bin ich hier heim, halbe Stunde heimfahren, duschen, bis du runterkommst, stellt schon wieder der Wecker, dass du aufstehen musst. Ne? Du um 9:30 am Wochenende hier wieder parat stehst am Eingang, um den Einlass zu machen. Ja, aber es ist eine tolle Sache und ich freue mich drauf. Und endlich geht's wieder los. Endlich geht's wieder los. Ich glaube, da freuen sich alle Partyleute drauf. Und auch klar, es ist auch wieder schön, wenn man alle wieder in Dirndl und Lederhosen sehen kann. Gell? Ja, endlich werden diese Lederhosen mal wieder aus dem Schrank geholt. Und dann sieht man mal, ob sie noch passen. Nach 3 Jahren. Ich hab ja Gott sei Dank eine große Auswahl von etwa 30, 35 Lederhosen. Und die passt sehr gut. Ja. Die eine Nummer kleiner passt zurzeit noch nicht, aber die wird wieder passen. Ja, aber die Hauptsache ist... Aber ich denke mal, während den 2, 3 Wochen, da wirst du auch einiges 10 Kilo gehen weg. Ja. 10 Kilo gehen weg. Und wie gesagt, also ich freue mich riesig drauf. Und scheißegal, ob man jetzt dicker geworden ist oder nicht, ich freue mich auf die Leute. Mhm. Und dass wir uns alle wieder sehen und vor allem gesund wieder sehen. Unten am Plakat stand ja noch dran, The Machine. Wer hat den Namen? Oder wie kam der da zustande? Der kam zustande durch ihren Bruder aus erster Ehe, mein Marco. Der war mal abends da mit ein paar Leuten. Und mein Sohn kommt ja aus einer Elite-Soldat-Truppe. Okay. Er war ja jahrelang Elite-Soldat. Und er war da mit ein paar Kollegen und die haben gesagt, Alter, dein Vater ist wie eine Maschine auf der Bühne. Und so entstand der Name Luigi der Maschine, weil das haben dann die Jungs immer von unten hochgerufen. Luigi der Maschine, der Maschine. Das haben die immer hochgerufen. Da habe ich gesagt, okay, das übernehme ich. Und so ist jetzt Luigi müssen wir natürlich noch fragen, was denkst du, was wird der Wasenhit oder Wasenwiesenhit? Es ist die Laila auf alle Fälle. Ich meine, eine bessere Werbung hätte der Robin nicht bekommen können. Ja. Also dieses ganze Theater, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich denke mal mein Teil und ich glaube, wir sind am Ende, oder? So nach und nach kommen wir langsam zum Ende und freuen uns eigentlich, dass wir in 2 Wochen, 3 Wochen hier wieder eröffnen dürfen. Genau. Mein lieber Frank, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns und trinken dann einen Pilz drüben, wo wir die Moderation gestartet haben an der Pilzbar. Das machen wir. Und ich wünsche mir natürlich einen ganz, ganz tollen Wasen und einen ganz, ganz tollen Auftakt und wunderschöne 17 Tage. Ganz viel Stimmung und dass es so bleibt und dass wir alle gesund hier richtig feiern können.